Jesus Mai. Wir machen dort beide unsere Zähne und wir filmen auf jeden Fall alles. Und wir machen Composite Veneers, also haben uns dafür entschieden. Genau. She had also Invisalign done prior, but as we know with braces or orthodontics, teeth get straightened up, but you know the shape of the dentition doesn't really change, so a lot of times we have to modify the shape a little bit. So basically this was just an additive procedure. We just added on top of her tooth structure, so there was no taking down tooth structure involved. And yeah, no injections, no pain, so tell me if you had any pain. No, I didn't feel any pain at all. I was really comfortable and I'm happy that no tooth structure was left. Yeah, was left. So basically, we call this a minimally invasive procedure, but it's basically reversible if we wanted to. For this specific case, of course. That's you and me, all day that's us, boo. Came through with that new thing, see I don't know why I trust you. Crazy now I'm just too on, maybe now I'm just too gone. Maybe now I'm just looking for that same vibe that you on. Cause I'm out here with my boys, going crazy in this bitch. Overseas, getting Benz, no Mercedes in this bitch. We made the album 9 months, had a baby in this bitch. I'm with your bae on the run, like I'm Jay-Z in this bitch. I don't smoke a lot, but I get green. But ball out, no SBs, I caught you out, you got serving that beat. Hallo zusammen, wir sind bei einem historischen Platz hier in Kosovo. Hier wohnt Adem Yashari und wir schauen uns das jetzt an und filmen ein bisschen. Im Albi Mall. Wir haben ein bisschen was gekauft und wollten euch jetzt zeigen, was wir hier gekauft haben. Und die meisten Sachen hier in Kosovo sind gefälscht, die es in den Läden gibt. Dann gibt es aber dieses Einkaufszentrum, das Albi Mall heißt, und dort findet man alles originale Sachen. Die sind genauso teuer wie in der Schweiz oder in Deutschland. Überall bezahlt man dann eigentlich den gleichen Preis. Wir zeigen euch jetzt ein bisschen was. Also hier habe ich was für meine Mutter gekauft und hier auch. Das sind einfach so Goldohrringe und hier ist ein Armband drin. Das haben wir bei einem Goldhändler gekauft. Das ist ein Freund von seinem Vater. Und dann, was haben wir noch gekauft? Da habe ich was im Zara gekauft und zwar einfach eine ganz normale Jeans, eine Mom Jeans, unten gerissen. Dann noch so ein kleines Top. Dann haben wir noch so einen Trainingsanzug gekauft für meine Großmutter. Also einfach so ein Nike-Jäckchen. Und die dazugehörige Jogginghose noch. Ja. Das habe ich ihm gekauft. Hat mir so gefallen. Einfach so ein Poloshirt, langärmelig. Kann man immer tragen, auch im Sommer, wenn es abends ein bisschen kälter ist. Also haben wir unsere Sonnenbrille. Meine. Das sind auch meine.
Die sind einfach no name. Die haben kein Brand, einfach no name. Das ist meine. Haben die Schuhe, die du geschenkt bekommen hast? Ah, ja, aber die haben wir ja nicht gekauft. Die habe ich geschenkt bekommen. Aber sind leider ein bisschen zu klein. Müssen wir schauen, dass ich sie umtauschen kann. Dann das Geschenk von meinem Vater, Hugo Boss. Das ist für seinen Vater, ist aber eingepackt. Was war hier wieder drin? Ein Portemonnaie. Ah, ein Portemonnaie. Ich hatte es vergessen. Er hat sich auch ein Hugo Boss Portemonnaie geholt. Das ist in der Tasche. Ein Geschenk für meine Eltern. Genau, das ist auch für seine Eltern. Da steht einfach etwas Schönes drauf für die Eltern. Das ist einfach so ein Holzding, was man aufklappt. Und dann steht so ein Text für die Eltern. Dann ein Geschenk für meine Mutter, von Pandora. Sie hat ein Pandora-Armbändchen. Dann haben wir hier so einen Anhänger gekauft. Auf jeden Fall ist ein Herz. Ein Geschenk für die Liebste. Das ist für mich. Haben wir das noch gesehen? Wollte er es kaufen? Wir müssen jetzt einfach schauen, wie ich das mitnehme, weil wir ja mit dem Flugzeug zurück. Bei Adem Yashori. Und da haben wir ein kleines Andenken geholt. Einfach eine Tasse. Jetzt gehen wir mit seinen Cousins zu so einem Schießstand. Da schießen wir ein bisschen los. Später gehen wir dann was essen und wir filmen auf jeden Fall auch dort beim Schießstand. Ich glaube, ich nehme die nachher mit. Ich glaube, das hat keine Sonne mehr. Sieht doch gut aus, ne? Gerade für einen Corona-Test gemacht. Wir bekommen dann heute Abend die Resultate, damit wir morgen fliegen können. Jimmy ist gerade beim Friseur. Ich packe jetzt unsere Koffer. Dann besuchen wir noch ein paar Leute. Dann geht es morgen früh schon wieder los nach Zürich. Hallo, wir sind jetzt in Pristina und warten auf unseren Flug Richtung Zürich. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we. Zurück in der Schweiz und wir haben TikTok gepostet, dass wir unsere Zähne in Kosovo gemacht haben und da wurden halt ein paar Fragen gestellt und wir dachten uns jetzt, bevor wir dieses Video für YouTube beenden, machen wir noch ein kleines Video dazu und beantworten die meistgestellten Fragen. Die haben wir uns jetzt aufgeschrieben. Die erste Frage, wo habt ihr die Zähne gemacht? Die Zähne haben wir bei Czechu Smile in Pristina gemacht. Die zweite Frage war, wie viel habt ihr bezahlt? Wir haben 20 Zähne gemacht, das heißt pro Person 1200 Euro, die Zahnreinigung inklusive. Mhm. Die dritte Frage, was habt ihr genau gemacht? Wir haben Composite Veneers gemacht und dabei wurde ein weiches Material auf unsere Zähne aufgetragen. Das wird dann geformt und anschließend wird das gehärtet mit so einer Lampe. Das wird dann auch genauso hart wie die eigenen natürlichen Zähne. Wir konnten aus mehreren weißen Nuancen aussuchen. Unsere Zähne wurden nicht abgeschliffen, also es wurde kein Zahn abgetragen, gar nichts. Wir hatten auch keine Spritze, es wurde gar nichts betäubt. Ja. Die vierte Frage war, kann die Zahnärztin Englisch? Ja, Dr. Vesa Mita kann Englisch. Sie
hat sogar in Amerika studiert und sie kann perfekt Englisch. Und dann wurde auch noch gefragt, wie lange hat die Behandlung gedauert? Die Behandlung dauerte circa von 10 Uhr bis 5 Uhr. Für 20 Zähne? Genau, es war so, wir hatten meistens Pausen, wann wir wollten. Wir konnten entscheiden, vor allem die Mittagspause. Man kann auch während der Behandlung etwas essen gehen. Es ist nicht so, dass man die Zähne macht und dann den ganzen Tag nicht essen kann. Also die Zähne werden sofort abgehärtet und dann kann man eigentlich normal essen gehen. Und es wurde auch alles an einem Tag gemacht. Also am ersten Tag war ich dran und am zweiten wurde dann bei ihm alles gemacht. Was auch gefragt wurde, bietet die Klinik auch andere Sachen an. Die machen auch normale Veneers, die Porzellan-Veneers, Bohnen und auch viele andere Sachen. Und wenn ihr Interesse habt zu unserer Behandlung oder zu anderen Behandlungen, dann könnt ihr einfach die Klinik kontaktieren. Die letzte Frage war noch, hat man Schmerzen dabei? Nein, also wir hatten keine Schmerzen, es wurde nichts betäubt, war alles schmerzfrei. Damit haben wir, glaube ich, alle Fragen beantwortet. Falls ihr Videoideen habt für unsere nächsten Videos, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Und das war's eigentlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.